Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich die Kammer des Schreckens für euch. Das ist das Set 76389. Das ist ein Riesenkarton. Naja, riesig. Ist relativ. So. Das ist die Vorderseite. Doch schon ein bisschen groß. Dann haben wir hier etliche Minifiguren noch mal dabei. Die zeige ich auch im größeren noch mal. Es sind insgesamt 13 Minifiguren, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe. Dann auf der Oberseite sind die Figuren noch mal alle abgebildet. Dann an den Seiten ist nichts. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal so ein paar Bilderchen. Auch, dass das ein Schloss zum Zusammenbauen ist. Also zum Kombinieren und die Spielmöglichkeiten werden gezeigt. Dann was ganz Interessantes ist der fast kopflose Nick hier oben. Der ist glow in the dark, das heißt, er leuchtet im Dunkeln, wenn man ihn noch mit Licht aufgeladen hat. Da hat man hier noch so ein bisschen Vielfalt. Und was für mich interessant ist, sind die 6 Zauberkarten hier drin. So, Karton packe ich mal beiseite, der ist zu riesig. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Als erstes zeige ich mal die Minikarten, die wir dabei hatten. Die 6 Stück. Zack. Da haben wir als erstes Gilderoy Lockhart. Finde ich ganz witzig, weil er auch in dem Set ist. Dann ein Albus Dumbledore. Dann haben wir hier Rowena Ravenclaw. Den weiß ich jetzt gerade gar nicht, wer das ist. Minerva McGonagall. Und noch ein Albus. Das heißt, ich habe wieder hier Doppelte drin. Aber dafür fällt mir auch bestimmt noch was ein. So, ich habe mich tatsächlich verzählt. Es sind nur 10 Minifiguren plus die goldene, also 11. Und dann halt das Schlänkchen. Fangen wir mal an mit den Sachen, die sie dabei hatten. Da haben wir einmal das Tagebuch von Tom Riddle mit ein paar Löchern vom Basiliskenzahn. Innenseite ist leer, auch wie das Tagebuch wirklich ist. Dann haben wir ein weiteres Büchlein hier. Ich weiß nicht, welches das darstellen soll. Da ist YY drauf. Und ein Zauberspruch oder Zaubertrank-Rezept. Beide Vorderseiten sind beklebt. Dann, was mich sehr gefreut hat, ist das Schwert von Gryffindor. Das finde ich echt cool. Weshalb ich auch noch nicht. Oh, das gehört natürlich dazu. Dann eine Fotokamera von Colin Creevy. Das ist der hier. Das zeige ich aber auch gleich nochmal. Dann eine grüne Schlange. Nichts Besonderes. Und ein paar Bögen. Zauberstäbe würde ich jetzt schon fast sagen. Aber in diversen Farben, hauptsächlich Tan, oder besser gesagt Dark Tan, was ist Tan,
hat dann ein goldenes Pärchen, dunkelbraunes, hellbraunes. Aber die habe ich alle noch zusammengelassen. Da ja überall welche bei sind. Und dann muss ich die mal später aufteilen. Dann würde ich sagen, fangen wir mit den Figuren an. Nehmen wir als erstes den goldenen Voldemort. Hat auf dem Rücken die 20 draufstehen. 20 Jahre Lego Harry Potter. In schön Gold mit Glitzersternchen. Wie die anderen Figuren auch alle. Dann haben wir sein jüngeres Ich quasi, nämlich Tom Riddle. Ups. Nichts Besonderes, der Oberkörper, nur dass der halt grau ist, mit Slytherin-Krawatte und statt das Hauslogo einfach nur das Schullogo. Die Beine sind vorne bedruckt, sonst eine graue Hose. Dann stellen wir mal da wieder zu. Dann haben wir die kleine Ginny Weasley hier noch bei. Na komm, schnell scharf. Im Gryffindor Oberteil mit einem traurigen Gesicht und einem freundlichen und ganz kurzen Beinen mit, oder besser gesagt, ohne Scharniere, also ohne Knickoption. Die fällt auch gleich wieder um. Dann haben wir Colin Creevy, den Fotografen. Zu dem gehört ja auch die Kamera. Auch im Gryffindor Oberteil und rückenbedruckt. Zweiter Gesichtsausdruck ist auch dabei. Auch so ein bisschen ängstlich oder ein nettes. Auch mal andere Art von Schüler, sonst ist ja meistens nur das Trio dabei oder vertreten. Hier ist das Trio gar nicht vollständig, hier haben wir ja nur Harry dabei sogar, sehe ich gerade. Dann Herr Professor Dumbledore, auch mit zwei Gesichtern, einen netten und einen, ja, netten. Man sieht halt den Mund nicht, wenn der Bart drauf ist, also von daher, und alles andere sieht für mich, na, stell mal scharf, gleich aus. Aber sonst eine nette Figur. Sein Unterteil ist auch bedruckt vorne und Oberteil ist vorne und hinten bedruckt. Auch schön mit den Verschnörkelungen hier an der Seite. Dann haben wir hier Harry mit dem offenen Umhang. Alle anderen waren bis jetzt geschlossen. Sonst auch hinten bedruckt und mit einem ängstlichen Gesichtsausdruck nochmal zusätzlich und halt den guten, also den netten. Dann eine besondere Figur, der fast kopflose Nick in Glow in the Dark. Der leuchtet schön im Dunkeln. Wir können ja mal gucken. Kriege ich das hin, dass ich die Kamera ausschalten kann? Da sieht man das auch sehr schön. Er hat eben das Kameralicht vorne aufgefangen und er leuchtet jetzt wunderschön. Das ist cool. Man muss sich halt nur dran gewöhnen, wenn er irgendwie frei steht, dass da Männchen leuchtet. Aber sonst, ich finde die Figur echt cool. Ein Kollege von mir wollte die unbedingt haben. Ich habe sie jetzt. Ich glaube, er hat sie sich bei Bricklink gekauft oder will er sich kaufen. Ich habe sie im Set. Dann haben wir, na, das jetzt mir den Namen nicht eingefallen. Stimmt, Lockhart, Gilderoy Lockhart, die Nervensäge. Auch mit einem, ja, ängstlichen Gesichtsausdruck, sogar mit einer Schweißperle und einem, ja, Schleimer-Gesichtsausdruck, würde ich fast schon sagen. Vorder- und Rückseite bedruckt, Beine hat er nichts,
Jetzt muss ich mal gucken, wie der Vogel heißt. Das hier ist Justin Finch-Fletchley, ein Hufflepuff-Schüler. Finde ich auch cool, dass er in dem Moment das, also die richtige Krawatte und die richtigen Farben trägt. Vorne und hinten bedruckt und auch mit zwei Gesichtern. Einem netten, lächelnden und einem ja, ängstlichen, eingeschüchterten. Und es ist halt mal ein anderer Schüler und nicht immer ja, Harry, Ron, Hermine. Dann haben wir auch noch Luna, müsste das sein. Luna Lovegood im Ravenclaw Outfit. Auch hier schön mit dem Raben und dem Blau. Die Rückseite ist natürlich auch bedruckt vom Oberteil. Und auch so ein leicht ängstliches Gesicht auf der Rückseite. Und ein nettes hier. Und da habe ich ja noch eine Lehrerin übersprungen. Und das ist Professor Sinistra. Ja, Professor Sinistra. Ich glaube, für Astronomie oder so ist sie zuständig. Finde ich aber mal ganz nett, auch mal einen anderen Lehrer zu haben. Sie hat einmal hier mit Brille und ein bisschen strenger und ein lächelndes Gesicht. Naja, aber mal was anderes. Zu immer Dumbledore, McGonagall. Das sind ja die Hauptlehrer, die meistens vertreten sind mit Snape. Und von daher finde ich das ganz cool. Sie hat auch schwarze Haare hier am Hütchen. Und ja, das waren die Minifiguren an sich. Dann haben wir hier eine Schlange, den Basilisken. Auch ganz cool. Mit, na, Mund auf, Mund zu. Und kann sich halt so ein bisschen achsengerecht bewegen, so. Zumindest die Elemente hier vorne lässt es sich nicht bewegen, aber sonst ganz cool. Eine kleine Schlange. Psst. Naja, ein bisschen kleiner. Die kleine haben wir da hinten. Da haben wir die größere. So, kommen wir jetzt mal zum Hauptset. Ich denke mal, ich werde die Kamera mal ein bisschen umstellen, damit wir ein bisschen dichter auf die Sets gehen oder auf die Räume gehen können. So, da habe ich das mal alles ein bisschen dichter rangestellt. Hier haben wir halt das gesamte Schloss. Oder besser gesagt, die Kammer des Schreckens. Komm, die fliegen mal zur Seite. Ich würde sagen, wir machen Raum für Raum so ein bisschen. Und dann gucken wir mal. Für jedes Segment ist das nämlich alles in Modulen, finde ich ganz cool. Hier ist ein kleines Dachelement mit einem transparenten Träger. Da kann man den fast kopflosen Nick draufstellen. Sonst ein Besen, Schokofrosch, nichts Spektakuläres an dem Teil. Dann machen wir, denke ich mal, die beiden zusammen. Hier oben haben wir halt ja, Fernglas mit einer Sternkarte. Was ich witzig finde, ist, dass hier oben ein Bionicle-Helm eingezeichnet ist. Finde ich ganz cool. Dann haben wir hier unten vermutlich das Büro von Gilderoy Lockhart. Da haben wir einmal ein Toupet von ihm und jede Menge Bilder. Und eine Autogrammkarte. Sonst gibt es zu dem Raum auch nicht viel zu sagen. Es ist halt ein kleiner Raum. Von der anderen Seite sieht er so aus. Und der Turm so. Wir haben am Turm noch oder an der Turmspitze eine kleine Eule. Schön mit dem Rundfenster quasi. So, dann tun wir die mal nach hinten. Dann kommen wir. Achso. Die habe ich jetzt so noch zusammengesteckt. Wo fasse ich denn am besten an? So. Klack. Hier haben wir. Achso, wir hatten hier auch noch zwei Elfen, sind das, glaube ich, oder Feen. Die haben wir auch noch dabei. Die habe ich gleich in den Raum gestellt. Dadurch vergessen.
habe ich hier halt zugestellt, weil sie in dem Raum vorkam. Das ist der Raum für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Der Unterricht wurde im zweiten Teil von Gilde oder im zweiten Jahr von Gilderoy Lockhart unterrichtet, zumindest in dem Jahr von Harry. Und eigentlich gehört hier, glaube ich, sein Büro an die Seite, weil direkt verbunden. Ich werde das eh umbauen, so wie es am besten passt. Auf der Rückseite haben wir ein paar Fenster, das Schullogo. Ist halt ein Aufkleber. Die ganzen Fotos waren auch Aufkleber und die Sternkarte. Also jede Menge Aufkleber hier verbaut, verklebt. Genau wie das Groß hier hinten und das Bild sind alles Aufkleber. Dann haben wir aus der Reihe das letzte. Das ist die Rutsche, die runterführt in die Kammer des Schreckens. Macht halt keinen Sinn, dass die beiden Räume übereinander sind. Da halt bekannt ist, es geht aus dem Klo der maulenden Myrte, das Mädchenklo, runter in die Kammer. Deswegen wird das ein bisschen anders hingemodelt. Aber sonst haben wir hier eine Rutsche. Wir können auch hinten das Element rausnehmen oder können sie hier durchrutschen. Zack, wieder verschlossen. Sonst haben wir hier ein paar Knöchis liegen, ein paar Knochen auf beiden Seiten. Ein weißen Frosch. Soll, denke ich mal, so ein Schädel darstellen oder so. Das war dann der Raum. Baue ich später am Ende des Videos mit den anderen beiden Räumen oder zumindest mit den Räumen zusammen, die ich schon habe. Dann kommen wir zur Haupthalle. Da haben wir im Dachboden ein kleines Schachfeld. Ein Kopf, das ist auch Glow in the Dark. Der leuchtet auch in der Kristallkugel. Dann haben wir hier oben auch noch mal ein, zwei Diamanten. Und hier hinter. Tada! Schmeiß weg. Na, wo ist er hin? Ist nur so reingelegt. Ein Hut. Magierhut. Zack. Ah ne, das ist der sprechende Hut. Da habe ich die. Ist das Muster. Da. Das ist das Gesicht eingeprägt. So. Da sieht man das schön. Ist halt nur auf dem Häufchen hier aufgepinnt. Wird wieder draufgesetzt. Deckel dicht. Und dann passt das nächste Mal hier wieder. Drauf so, in die Mitte. Zack, alles wieder heil. Dann haben wir hier halt die goldene Eule, das Rednerpult von Dumbledore, dann ein paar ja, Plätze angedeutet. Dann haben wir hier eine Tischreihe oder Bänke. Hier kann man auch Leute draufstellen zum Piu wegschießen. Paar Fackeln oder paar fliegende Kerzen müssen ja in der Haupthalle sein. Durchgängig von beiden Seiten, was hier eigentlich gar keinen Sinn macht, da hier die Fensterfront ist. Aber ja, das werde ich vielleicht später mal umbauen, dass ich das hier irgendwie schließe. Dann haben wir hier einen Kamin. So. Ach ja, die andere Seite kann ich auch noch mal zeigen. Auch schön die Säulen mit den ganzen Fenstern dazwischen. Sieht auch ganz nett aus. Und ein paar Fackeln an der Seite. Dann kommen wir zum vorletzten Element. Da haben wir den Kopf von Salazar Slytherin quasi. Mit einer netten Funktion. Hier hinten sind zwei Klammern quasi, die hier das Mauerwerk festhalten. Und hier kann man dann
das rausziehen. Da ist dann auch der Schlangenzahn vom Basilisken. Und wenn man damit spielen möchte, kann man hier die Schlange rauskommen lassen. Ganz nett. Baue ich mal wieder zu. So, wenn es wohl geht. Da. Zack, zack. Dann die beiden. Achso. Das ist ja ganz besonders. Die beiden Rundplates hier. Das sind auch Glow in the Dark. Mal gucken, ob die schon leuchten, wenn ich die Kamera ausmache. Das Blitzlicht. Ja, auf beiden Seiten ist jeweils einer. Finde ich ganz cool, damit der Eingang sozusagen beleuchtet ist, hat anscheinend. Sonst ist da nichts im Köpfchen. So, falsch schon. So, in die Schienen rein. Wenn ich sie jetzt treffen würde, zack, Klammern zu und der Mund ist geschlossen. Die Augen sind auch aufgeklebt. Was ich ganz cool finde, sind die Schlangenköpfe hier vorne an der Seite mit den durchsichtigen Grünen hinten. Gefällt mir ganz gut als Statue da irgendwie an der Seite. Das kriege ich ihn da nicht wieder hin gebaut. Davon haben wir auf jeder Seite ein Köpfchen. Dann haben wir noch einen Teil von der großen Halle dabei. Noch einen Tisch mit ein paar Tassen, eine Schokofrosch, ein Croissant und zwei Packungen Frühstücksflocken. Die sind auch nur aufgeklebt. Das ist die Kammer von oben. Kann man mal reingucken. Nichts Besonderes sonst soweit. Und als letztes haben wir dann den Eingang zur Kammer des Schreckens. Ganz witzig gemacht mit den Schlangenköpfen hier und mit der Funktion, wie es aufgeht. Finde ich ganz cool gemacht. Finde ich nur schade, dass es kein extra Raum ist, sondern einfach nur so. Klar, es ist ein Spielset, das heißt, man stellt es so da vorne hin irgendwie so und hat es dann so, aber. Ich denke mal, ich werde das umbauen zu so einem modularen Raum, dass das Tor dann irgendwie so an der Seite ist. So von der Seite und dann passt das auch schon. Finde ich besser. Dann zur Rückseite nichts Besonderes. Hier oben haben wir noch einen Schokofrosch und ein oder zwei Glow in the Dark Roundfliesen wieder. Finde ich ganz interessant. Das jetzt haben wir davon vier Stück. Plus ein oder zwei in der Reserve, also sechs Stück. Ganz cool gemacht. Das war denn jetzt soweit die Sets. Ich baue das mal schnell wieder zusammen. So, da habe ich es wieder zusammengebaut. Oder zumindest soweit zusammengestellt. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Set, was kompatibel hierzu ist. Zum Beispiel der misslungene Vielsafttrank und das große Treppenhaus. Und ich denke mal, wenn ich jetzt was aus dem Set vorstelle, werde ich das gleichzeitig hiermit verbinden. Und das heißt, das gehört ja quasi hier drüber. So, zack, jetzt haben wir es so. Das hier hüpfen die rein, zack, und rutschen hier runter in die Kammer. So, jetzt werde ich erstmal das hier oben drauf stellen. So, erstmal werde ich das, denke ich, mal so machen, bis ich weitere Räume habe. Mit der Treppe wird es dann so aussehen. Oder halt, machen wir es mal auf die andere Seite jetzt. So, wenn man es dann ausgerichtet hat.
Nehmen wir mal den Pin hier schon mal weg noch. So. Oder alle drei. Zack. Und dann wird das Fenster richtig angerastet, weil der Froschschatten stört. So aussehen. Quasi. So. Nur was ich bisher doof finde, ist, dann geht es hier im 90 Grad Winkel nach hinten weg. Also so. Und ich fand das ja, der Gag ist es ja, dass es so im Querschnitt ist, finde ich wesentlich witziger. Deswegen denke ich mal, werde ich es auch so weiterbauen und das irgendwie vielleicht am Ende als ja, Abschluss ansetzen, weil alles andere macht für mich keinen großen Sinn. Aber dann soll es das auch mit dem Video erstmal gewesen sein. Ihr könnt ja mal Ideen in die Kommentare schreiben, welche Räume man denn unbedingt noch bauen sollte in dem Stil, um das Schloss zu vergrößern, wie zum Beispiel den Spiegelraum, wo der Kampf zwischen Professor Quirrell und Harry stattgefunden hat, oder der Schachraum oder das Pokalzimmer oder sonst was, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss.